IB gegen Luzern mit dem Kommentar von Dani Wieler. Ja, und dieses Duo setzte sich gleich noch einmal in Szene. Juniento bediente Chuga. Und der hämmerte mit links den Ball ins Netz. 44. Minute, Luzern führte. Der FC Luzern in der ersten Halbzeit schlicht effizienter als die Berner. Ja, es ist natürlich mit Luzern ein Gegner gekommen, wo wir immer sehr gerne gespielt haben. Wo eigentlich immer so ein bisschen Spektakel war, Chance auf beide Seiten. In diesem Spiel sicher sehr speziell, eben in der Pause, was niemand denkt, natürlich, dass wir 1-0 in Rückstand sind. Und nachher das, was in der zweiten Halbzeit ist abgegangen, natürlich, indem wir in den Match kehren konnten und eben die 6 Goal machen und dann nochmal richtig Post abgegangen ist. Also sicher eine spezielle Sache gewesen. Die zweite Halbzeit begann mit einem Jakin-Freistoß. Und Mario Raimondi glich aus, 49. Minute, 1:1. Die Schuldfrage ist rasch geklärt. Wenn Golizibung kommt, muss er den Ball erwischen. Er kam zu spät und das hatte Folgen. David Zibung ist noch jung, hier zahlte er Lehrgeld. Ja, das war immer speziell. Also, man hat sich auch irgendwie im Spiel speziell gefreut, auf diese Seite zu spielen. Klar, hat man allgemein Freude am Matchspiel, aber auf die andere Seite ist immer ist einfach anders. Und klar, wenn du nachher natürlich kannst du den Ausgleich machen und mit dem Publikum, mit den Fans, es tut noch einiges anders. Es gibt natürlich ein super Gefühl. Ja, das ist schon jetzt noch ein paar Hühnerhaut, wenn du zurückdenkst. Ja. 6 Minuten später erneut ein IB-Freistoß mit Carlos Varela. Haberli kann nicht an den Ball, aber Jakin wieder Tor. 2:1 für IB. 2 Tore nach Freistößen. IB jetzt aber dominant. Eckball Varela. Kopfball Haberli, wieder Tor. 3:1. 64. Minute. Luzern konnte nicht mehr reagieren. IB hatte das Spiel im Griff. João Paulo gegen Maric, gegen Zibung, wieder Tor, 84. Minute, 4:1, jetzt kam es knüppeldick. Maric und Zibung brachten den Ball nicht weg. Dankeschön, sagte João Paulo. Luzern brach nun völlig auseinander. Haberli. In der Mitte, eben erst eingewechselt, Marco Schnölli, erster Ballkontakt. 5:1, 87. Minute. Jetzt gelang IB alles. Den Schlusspunkt in der 89. Minute setzten Jakin und Thomas Haberli mit dem 6:1. 6 Tore in einer Halbzeit. Das kann sich sehen lassen. IB entfesselt. Wenn es irgendwie möglich ist, eigentlich immer. Also das Gute ist ja, dass bei den Jungen eigentlich relativ früh abpfiffen wird bei uns und dass du dann eigentlich Zeit hast, zu schauen. Kommt auch immer ein bisschen darauf ab, auf meine Junioren daheim oder auf Eltern, die natürlich jeden Match schauen wollen, aber um diese Zeit kommen dann auch noch ein bisschen andere organisatorische Punkte dazu. Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert und so, dann sind wir immer im Stadion und schauen die Match schon interessant zu. Ja. Nächsten Samstag, IB Luzern im Status Suisse. Kommen wir hier, der super interessante Match, was wir gerne schauen können.